Freut mich persönlich sehr, euch den Verkündiger heute vorstellen zu dürfen. Ich könnte jetzt lange Reden halten und erzählen, was er alles schon gemacht hat. Ich will mich auf zwei, drei ganz kurze Punkte beschränken. Pfarrer unserer Landeskirche, war langjähriger Vorsitzender des Diversitätsrats im Landesverbandes und jetzt Rektor der Internationalen Hochschule in Bad Liebenzell. Volker Gekle, kommst du kurz nach vorne, darfst noch ein paar Fragen beantworten. Hallo, morgen. Stell dir mal guten Morgen. Also, Edo, hallo. Volker, stell dir mal vor, vor einigen Jahren, als du so alt warst wie die meisten hier, hätte es bereits eine Jumikro gegeben. Hättest du dir damals vorstellen lassen, dass du heute Rektor einer theologischen Hochschule bist? Nee, ich wollte ja Bundeskanzler werden. Von daher bin ich ein gescheiterter Mensch in dieser Hinsicht. Nein, die Sache ist ja die, es ist ja sehr gut, dass wir alle nicht wissen, was in 10 Jahren sein wird. Wir würden das überhaupt nicht verkraften können. Das andere ist, dass wir wirklich die Schritte tun sollten, wo Gott uns hinzwingt, hinnötigt, hinberuft. Ich möchte euch sehr Mut machen, bis ans Ende der Straße zu gehen mit eurer Ausbildung. Dass ihr wirklich hinhört, wo will Gott mich noch haben und nicht zu klein denkt von den Wegen Gottes. Wir brauchen in unserer Gesellschaft Menschen, die weite Wege gehen. Ich bin weite Wege gegangen, lange Nächte mit irgendwelchen Dissertationen und irgendwelchen theologischen Arbeiten zugebracht. Das ging oft bis in die Puppen, bis in die Nacht. Hunderttausende von Literatur gefressen und so weiter. Das sind die langen Wege, die Gott mit uns geht. Und wir brauchen Leute, die nachher mal in unseren Bundestagen, Landtagen, Kreistagen sitzen. Wir brauchen Leute, die nachher bereit sind, das Opfer einzugehen, Millionen in irgendwelchen DAX-Unternehmen zu verdienen. Ja, damit Christen nachher mitsprechen. Wir können sie opfern an die Jumikro und so. Aber wir brauchen Leute, die hier die weiten Wege gehen, damit man dann auch das weite Feld der Liebe Gottes einbringen kann in unsere Gesellschaft. Das ist schlichtweg der Punkt, warum es bei mir irgendwie so geworden ist. Danke. Das Motto der Jumikro ist, denn dazu bist du berufen. Hattest du ein besonderes Berufungserlebnis in deinem Leben? Ja, es war eher negatives. Ich wollte eigentlich Manager werden ursprünglich, nachdem das mir Bundeskanzler nicht so richtig geworden ist. Ich habe mich dann beworben bei großen Stuttgarter Unternehmen. Mit dem Selbstbewusstsein, das man damals hatte, bin ich dann bei Bosch und Siemens und IBM und Daimler und so weiter da aufgelaufen. Und war aber nie so richtig ruhig über diese Geschichte. Und dann habe ich einen Deal mit Gott gemacht in meiner kindlichen Naivität mit 19 Jahren. Und habe gesagt, also hör mal her, ich würde gern dort einen Job bekommen bei einem der ganz großen Player in der deutschen Wirtschaft. Und wenn du es nicht willst, dann mach mir die Tür zu und dann werde ich Pfarrer. Ja, und so ist dann auch gekommen. Das war dann mein Berufungserlebnis, ja, und so ist dann halt geworden, wie ihr es heute seht. Du bist ja schon einige Zeit mit Gott unterwegs. Kannst du uns an einem Erlebnis mit Gott Anteil haben lassen, das du im letzten Jahr gehabt hast? Ja, ich hatte das Erlebnis mit Gott, dass in den letzten 1,5 Jahren meine beiden Eltern gestorben sind. Es ist gut. Es ist ganz in Ordnung. Ich bin ein tief dankbarer, ein tief getrösteter Mensch, aber auch ein tief trauriger Mensch. Es war eine besondere Erfahrung, von meinen beiden Eltern Abschied zu nehmen. Die sind 87 und 85 gewesen, aber recht rasch aufeinander gestorben. Und auch wenn man 48 ist und sein Leben so halbwegs reguliert und geordnet und organisiert hat, war das eine besondere Erfahrung der Trauer, des Schmerzes und der Erfahrung, dass Gott mittendrin ist und es gut macht. Und dass wir Gott nicht nur auf den Höhenwegen des Lebens erleben, sondern gerade an den offenen Gräbern. Gerade dann, wenn man Abschied nimmt, gerade dann, wenn es die Zäsuren gibt, war für mich ein ganz besonders wertvoller Weg, Abschied nehmen zu können. Frieden zu haben, auch mit Menschen, die einem nahestehen,
Und ich bin ein gesegneter Mensch. Ein getrösteter, dankbarer, trauriger und gesegneter Mensch. Das war meine Erfahrung des letzten Jahres. Danke für die Antworten. Wir freuen uns auf deine Bibelarbeit. Vielen Dank, Gerd, für die Einleitung. Vielen Dank, dass ihr euch aufgemacht habt heute zur Jumiko. Ich habe natürlich auch gegoogelt und wikipediert, wie das heute so schön heißt. Was heißt ein Peacemaker? Weil diese Themen, die werden einem hier aufgedrückt. Ne? Mit denen muss man sich irgendwie arrangieren. Und habe gedacht, hat die Leitung der Jumiko irgendeinen Masterplan mit Peacemaker? Und bin natürlich dann auch auf diesen sechsschüssigen Colt gestoßen, einen Revolver Peacemaker, da ist wirklich Frieden, da wächst kein Gras mehr. Ich habe aber auch noch natürlich wahrgenommen, es gab in den 50er Jahren einen amerikanischen Langstreckenbomber mit dem Namen Peacemaker, das finde ich ja noch makaber. Ne? Da ist auch eine speziell texanische Art, vielleicht Frieden zu schließen, indem man B-52 Langstreckenbomber mit dem Namen Peacemaker versieht. Wir reden heute von einem ganz anderen Frieden. Heute Morgen geht es um ganz andere Friedensstifter. Und ich muss euch eins sagen, ich habe mich nochmal hin und her bewegt und habe mich entschlossen, nochmal mit dem Text einen Wechsel vorzunehmen. Ich möchte mit euch über eine Geschichte aus dem Alten Testament sprechen. Und zwar über eine Peacemakerin, eine Dame, die Frieden gestiftet hat. Und es ist ein saulanges Kapitel. Ich werde es euch so ein bisschen nacherzählen und ein bisschen dann ein paar Zitate daraus vorlesen. Es geht um eine schöne, eine beeindruckende und sehr unglückliche Frau. Die Dame heißt Abigail und die Geschichte, wer eine Bibel hat, steht im 1. Buch Samuel, Kapitel 25. Was ist der Rahmen dieser Geschichte? Es geht um David. David musste die Fliege machen, David hatte Stress mit König Saul. Der Saul war etwas, ja, wie soll man sagen, sagen wir es direkt, der war wahnsinnig. Der wollte ihm an den Kraken, der hatte einen Hass auf David und David konnte nichts dafür. David macht sich auf in die Wüste und wird eine Art Robin Hood, ein Anführer einer Streifschar, ein Rächer der Entehrten und er sammelt lauter ähnliche Typen um sich. Also der hat eine Truppe, so eine Guerillatruppe, so eine Outlaw-Truppe von 600 Mann und die treiben sich in der Wüste Juda rum und dort treffen sie auf einen Rancher. Also so australischer Ziegenhirte, also ein Großgrund-Rancher, ja, muss man sich vorstellen. Der Kerl heißt Nabal, der hat 3000 Schafe und 1000 Ziegen, also Kleinvieh, aber das in ordentlicher Menge. Und von diesem Nabal heißt, der Mann hieß Nabal, seine Frau hieß Abigail und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht, also Geschmack hatte er wenigstens. Es heißt auch von ihm, der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun. Also, David mit seinen 600 Männern, die treffen sich mit den Hirten von diesem Nabal, mit seinem Mordskleingetierherden in der Wüste und David und seine Männer sind ja ordentliche Typen wie Robin Hood und die bieten sich als Sheepguard an, ja? Also Bodyguards und Sheepguards, Ziegenhirte, die stellen sich so drum rum, dass kein böser Wolf oder Löwe oder irgendein Ziegendieb kommt und organisieren den Schutz, die Sicherheit dieser Ziegenhirten und es funktioniert also wunderbar. Ein gutes Geschäft auf Wechselseitigkeit, eine Hand wäscht die andere, man nennt es heute ein Joint Venture, ja, was die da so machen. Und dann ist Schafschur. Schafschur ist eine große Party, Frühlingsfest, Volksfest. Also das ist so richtig, geht zur Sache. Und da fließt der Wein, da gibt es Fleisch in Hülle und Fülle. Und jetzt lässt David bei Boss Nabal anfragen, hör mal her, wir haben hier für die Sicherheit garantiert deiner Leute, deiner Schafe und deiner Ziegen, wäre es da nicht angemessen, wenn wir ein, schwäbisch gesagt, ein Feschbo bekommen, ja? Es sind Feschbo für 600 hungrige Männer, ist auch etwas größer. Also die Anfrage geht an Nabal und der schickt seine Leute hin und fragt mal den Nabal, wie sieht's aus, Schafschur, gib uns doch, was du zur Hand hast, was man so in der Tasche hat. Ne? Und dann antwortet Nabal den Knechten Davids, wer ist David?
Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt viele Knechte, die ihren Herrn davon gelaufen sind. Soll ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Schere geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo die herkommen? Klatsch! Eine schallende Ohrfeige, die die Knechte Davids dann auch dem Chef David ausrichten lassen, und bei David schwillt der Hals. Es verdicken sich die Hauptschlagadern. Es bebt das Hirn. Und es platzt aus ihm raus, wenn ich Nabal bis morgen nicht dies und das tue. Das ist so eine Formulierung. Wenn ich den nicht kalt mache, dann soll mir der Herr dies und das tun. Also der rastet richtig aus, der Rache. Okay. Nun, bei diesem Gespräch, wo der Nabal die Knechte da so hat abblitzen lassen, abgewürschelt, war natürlich auch einer von den Mannen Nabals dabei, und dem dämmert auf gut Deutsch, jetzt brennt die Lunte. Ja? Und was macht der? Der geht zur Frau von dem Nabal, hochspannend. Ja? Der geht zu der Abigail, jetzt kannst nur noch du uns retten, also der Schüttler der Abigail. Was passiert ist und was jetzt hier am Dampfen ist und wie die Situation aussieht, Krieg. Okay, ein heilloser Mensch, heißt es hier, war der Nabal. Und jetzt kommt Unheil. Und dann, was macht diese Abigail? Die packt ein Vesper ein. Ein Vesper, das sich gewaschen hat. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Maß Röstkorn und 100 Rosinenkuchen, okay, und 200 Feigenkuchen und lud alles auf Esel und sprach zu den Leuten: Geht vor mir her, sieh, ich will zugleich hinter euch herkommen, und sagt bitte dem Nabal nichts davon. Und dann geht die dem David entgegen. David hat sich gerüstet, Schwert im Gewände, ne, und Dolch. Und jetzt geht das große Gemetzel los. Die haben Kriegsbemalung angelegt. Und jetzt treffen sich so auf halbem Weg der rachedürstige David und die Abigail mit dem Mordsvesper. Und der David war richtig in Stimmung, und die Abigail trifft ihn und fällt vor ihm nieder und beugt sich zur Erde und sagt: Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Die nimmt die Schuld auf sich. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Und jetzt redet sie. Und das lese ich vor, weil das ist wichtig. Diese Frau weiß um die Macht der Worte. Mein Herr, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen, denn wie sein Name, so ist er. Er heißt Tor, Schwachkopf, und Schwachsinn ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, er hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinen Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabe, die deine Magd meinen Herrn gebracht hat. Das soll den Leuten gegeben werden, die meinen Herrn verfolgen. Vergib deiner Magd die Anmaßung. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst die Kriege des Herrn. Und wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat, dich zum Fürsten bestellt über Israel, so wird das Herz meines Herrn frei sein von dem Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen hast und dir selber geholfen hast. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken. Und dann tut sich etwas bei diesem David. Dann verändert sich dieser David. Dann merkt dieser David, wenn er jetzt hingeht und dort alles kurz und klein metzelt, dann trifft er einen, den es gerecht treffen würde. Und 100 andere würden unschuldig sterben durch seine Hand. Und dann sagt er: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute zu mir gesandt hat. Und gesegnet sei deine Klugheit. Du hast mich davor zurückgehalten, in Blutschuld zu geraten. Wärest du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis am lichten Morgen nicht einer, der männlich war, übrig geblieben. Also, er nimmt das Vesper, verabschiedet sich, zieh hin in Frieden. Aber die Abigail, die muss wieder heim.
Und dem Nabal, dem dämmert ja irgendwann, dass das Fenster weg ist. Das ist ja nicht mal, nicht gerade nichts. Die Abigail muss ihrem Despoten zu Hause irgendwann flüstern, was sie gemacht hat. Und bei so einem Typen ist ja klar, wie der reagiert. Was passiert? Die Abigail kommt heim und sie trifft den Nabal in einer Situation, der hat ein Festmahl zubereitet in einem Hause und es steht da ein Mahl wie eines Königsmahls. Wie ein Königsmahl. So richtig fett, so richtig dolle. Scharfschuhe, Volksfest. Aber geizig, nichts anderes abgeben. Und der Kerl war schon besoffen. Er war guter Dinge und er war sehr betrunken. Sie sagte ihm aber nichts, weder wenig noch viel, gar nichts, bis an den lichten Morgen. Ist gut, mal eine Nacht drüber gehen zu lassen. Ne? Als es aber Morgen geworden und die Betrunkenheit von Nabal gewichen war, sagte ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe und er ward wie Stein. Und nach 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Wow, Problem erledigt. Und dann geht es aus wie ein Märchen, ja, der David kriegt es mit und er lässt senden und sagt, du, möchtest du meine Frau werden? Ja, ich möchte deine Frau werden und sie lebten glücklich bis in ihr Lebensende, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Also in etwa geht dann die Geschichte aus, ihr könnt ja mal das, die Details dann nachlesen. Was für eine Geschichte und jetzt machen wir es wie im Deutschunterricht. Schule am Sonntagmorgen, wir gucken uns mal die handelnden Protagonisten, die Akteure dieser Geschichte an. Was passiert hier? Da ist einmal Nabal. Ein reicher Kerl, ein geiziger Mann, ein größtes der antiken Welt, 3000 Schafe, 1000 Ziegen, das war schon was. Und gleichzeitig zweimal heißt es in diesem Kapitel, er war ein heilloser Mensch. Roh, boshaft, ein Prolet, ein Angeber, wie im Buche steht. Ein Mann, dem Spaß machte, andere zu demütigen, dem Spaß machte, zu provozieren. Ein Mann des Streits, ein Mann des Krieges. Niemand traute sich, ihm was zu sagen. Kennt ihr solche Typen? Niemand traute sich, ihm was zu sagen. So ein Typ. Ein törichter Mensch, ein dummer Mensch, ein Schwachkopf. Einer, der sein Leben auf der anderen Straßenseite der Weisheit lebte. Er pöbelt gegen David, bezeichnet ihn wieder besseres Wissen als davongelaufenen Knecht, als einen Halbkriminellen. Er provoziert und denkt nicht darüber nach, denkt nicht um die Ecke, was sein Tun und seine Worte auslösen könnten. Ein maßloser Mensch. Als die Abigail heimkommt, hat er ein Festmahl, ein dekadentes, eine Orgie organisiert, maßlos, alles nur für sich. Er war ein Mensch, bei dem wahrscheinlich alle, die mit ihm zu tun hatten, das Kreuz gemacht hatten. Ein Mensch wie eine Landplage. Ein Mann, der nur für sich selbst lebt, nur alle anderen als sein Eigentum betrachtet hat. Ein selbstbezogener, ein egozentrischer Mensch, ein streitsüchtiger Mensch. Das ist Nabal. Und dann die Abigail. Wer ist Abigail? Abigail ist eine Frau wie in einem goldenen Käfig, reich, aber unglücklich. Wahrscheinlich hat sich Nabal diese Abigail als ein hübsches Vögelchen eingekauft. Sie war nicht Partnerin, nicht Geliebte, sie war Eigentum. Sie war Statussymbol, mit dem sich reiche Männer gelegentlich gerne umgeben. Was die Abigail mit Nabal erlebte, das will ich nur mal erwähnen, erleben Millionen von Frauen bis auf diesen Tag in vielen Ländern dieser Erde. Dass sie nichts zu melden haben. Jetzt ging dieser Fall aus Indien durch die Presse. Das ist in vielen Ländern dieser Welt die Realität, dass Frauen als Gegenstände betrachtet und behandelt werden. Als Besitz, als Objekt, benutzbar, ausnutzbar. Das war Abigail bei diesem Nabal. Und die Lebensaufgabe dieser Abigail bestand darin, sich mit einem Leben in schwierigen Umständen zurechtzufinden. Mit Umständen, die sie nicht ändern konnte. Aus denen sie nicht raus konnte. Das war ihr Ort, mit dem sie klarkommen musste. Insofern steht diese Abigail nicht nur beispielhaft für alle unglücklichen Eheleute bis heute, sie steht für alle, die mit schwierigen Lebensverhältnissen leben müssen. Abigail ist eine Frau,
die wie Millionen und vielleicht Milliarden von Menschen in schwierigen Lebensverhältnissen zurechtkommen müssen. Lebensverhältnisse, die sie sich nicht ausgesucht hat und die sie nicht einfach ändern kann. Und gleichzeitig war sie eine Frau von Verstand und eine Frau von schön von Angesicht. Das finde ich spannend. Diese Frau hat sich durch die Lebensumstände, in denen sie leben musste, nicht kaputt machen lassen. Sie hat sich ihre Schönheit nicht rauben lassen. Sie hat sich ihren Verstand nicht klauen lassen durch diesen schwachsinnigen Gatten. Sie hat ihre Schönheit bewahrt. Sie hat nicht resigniert. Das zeigt auch dieser Umstand, dass sie offensichtlich das Vertrauen der Knechte hatte. Sie war ihre Anlaufstation. Eine mutige, eine selbstlose Frau, eine Antifigur zum Gatten. Und dann schließlich David. Wer ist David? Chef dieser Streifschar, dieser Guerillatruppe, Robin Hood der antiken Welt. Er ist ein Gerechter, braucht einen Vesper für 600 Männer und wird abgewiesen. Und jetzt erleben wir diesen David aber auch als hitzköpfig. Dem schwillt schnell der Kamm, dem verdickt sich schnell der Hals. Seine Reaktion zeugt nicht unbedingt, wir nennen das heute, von emotionaler Intelligenz. Ja? Der ist etwas kurz angebunden mit seinen Nerven. Der interessiert sich überhaupt nicht für die Hintergründe dieser Abweisung, nicht für die Zusammenhänge, nicht für seine Gegner. Der sagt, haut drauf, zack, kurzen Schluss. In ihm glüht der Wunsch nach Rache, und zwar auf alle, die irgendwie mit diesem Nabal eine Beziehung haben. So. Jetzt haben wir die Charaktere beschrieben und jetzt stellen wir die Frage. Was lernen wir aus dieser Geschichte zum Thema Peacemaker, zum Thema Frieden stiften? Ich habe 5 Punkte und die ersten 3, dann ist mir der Saft ausgegangen, die enden alle mit Ends. Ja? Der erste Punkt heißt, wer Frieden stiften will, braucht emotionale Intelligenz. Ja gut, man bemüht sich kreativ zu sein, aber irgendwann hört es dann auch auf, aber wir brauchen emotionale Intelligenz. Was heißt das denn? Als bei den Männern in dieser Geschichte die Hirnwindungen vereisen, als bei denen die Sicherungen durchglühen, da erweist sich diese Abigail als emotional intelligent. Die ist emotional deutlich intelligenter als die ganzen Männer in dieser Geschichte. Der David will alles kurz und klein schlagen, Nabal ist unverschämt und frech und diese Abigail, die bleibt cool. Die denkt nach. Die wird nicht zum Opfer der Stimmungen und Affekte, sondern die bleibt selbst kontrolliert. Was emotionale Intelligenz ist, kann man wunderschön in Jakobus 1,19 lesen. Jakobusbrief, da schreibt er, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Klick, 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 was geht hier ab? Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Bevor du einen blöden Spruch raushaust, cool down. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, noch langsamer zum Zorn. Das ist emotionale Intelligenz. Daniel Goleman hat einen Bestseller geschrieben, ein Vorwort schreibt er, was nützt ein hoher IQ? Was nützt ein Abi mit 1,0, wenn man ein emotionaler Trottel ist? Tja, emotionale Intelligenz heißt schlicht und ergreifend, denke, bevor du handelst. Kühl erst mal runter, bevor du irgendeinen Schwachsinn produzierst. Setz dir positive Ziele. Denk an viele Lösungen. Denk auch mal um die Ecke. Wenn ich das sage und wenn ich das tue, was passiert denn? Kommen wir dann weiter oder muss ich nur mein Mütchen kühlen mit irgendeinem blöden Spruch oder noch einer noch blöderen Tat? Das ist emotionale Intelligenz, dass ich nicht unbedingt immer im Affekt gleich das tue, wonach es mir jetzt ist. Und den Spruch raushaue, den ich meine, jetzt dem anderen und der anderen um die Ohren hauen zu müssen. Und das tut diese Abigail. Die erweist sich wirklich als umsichtig. Sie wählt gute Worte und sie begegnet beiden Männern in dieser Geschichte mit emotionaler Intelligenz. Wie viele Konflikte in unserem Leben? Wie viele Konflikte in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unseren Schulen, in unseren Betrieben würden anders laufen, wenn wir mal lernen würden, im ersten Moment des Zorns die Klappe zu halten. Mal gar nichts zu sagen und gar nichts zu tun.
wenn wir lernen würden, uns im Griff zu haben, wenn wir lernen würden, unsere Gefühle unter Kontrolle zu haben. Wir sind alle sehr ungeduldige Menschen. Und wir meinen, unser Recht sofort wiederherstellen zu müssen. Und dann wechselt ein Wort das andere und schaukelt sich hoch und der Krieg ist im Gange und der Frieden immer weiter weg. Wir müssen nicht immer im gleichen Moment unser Recht herstellen. Und emotionale Intelligenz heißt, dass ich Dinge auch einmal ruhen lassen kann. Gott ist der Schöpfer der Zeit. Gott hat Zeit. Auch zum Frieden stiften. Und wenn wir meinen, keine Zeit zu haben, dann sind wir nicht die Kinder dieses Gottes, der die Zeit geschaffen hat. Gott gibt dir viel Zeit, auch wieder runterzukommen. Und dann hast du alle Chancen dieser Welt, die Dinge besser zu lösen, als wenn du im Affekt die Dinge angehst. Ein zweiter Punkt. Wer Frieden stiften will, braucht eine geistliche Kompetenz. Ja, geistliche Kompetenz. Im Unterschied zu Nabal hat diese Abigail begriffen, mit wem sie es hier zu tun hat. David ist der Mann Gottes. David ist der, der von Gott bestimmt ist, Israel zu führen. David ist der kommende König. Sie kapiert das sehr deutlich. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen. Du bist der Mann, der über Israel Herr sein wird. Während ihr Mann ihn zum entlaufenen Knecht, zum Halbkriminellen stempelt, kapiert diese Abigail, was die Stunde Gottes geschlagen hat. Und sie entscheidet sich, auf die Seite Gottes zu treten und auf die Seite des Mannes, den Gott erwählt hat. Sie begreift, dass Gott sich mit David verbunden hat und dass es darauf ankommt, auf der richtigen Seite zu stehen und ihn als den rechten Herrn anzuerkennen. Insofern wird Abigail zu einem Urbild, zu einem Modell des Glaubenden. Abigail ist insofern ein Modell von uns Christen. Wer begriffen hat, dass Gott sich in Jesus Christus zu uns auf den Weg gemacht hat. Wer begriffen hat, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart. Wer begriffen hat, dass Jesus Christus der Mann Gottes ist, der nicht nur der Herr Israels, sondern der Herr der Welt ist. Der wird sich mit ihm verbünden. Der wird auf die Seite Jesu Christi stehen. Und der wird in allem, was er tut und denkt und sagt, sich bemühen, dass er das zum Ausdruck bringt, was der Wille dieses Herrn ist. Wer glaubt, der verbündet sich mit dem sich Gott verbunden hat. Wer Frieden stiften will, braucht geistliche Kompetenz. Das heißt, du brauchst zuallererst Frieden mit Gott. Wir werden in diesem Leben keinen Frieden stiften können, wenn wir keinen Frieden mit Gott haben. Wenn du mit Gott im Krieg stehst, vergiss es mit dem Frieden stiften. Wenn du mit dir selber im Krieg stehst, vergiss es mit dem Frieden stiften. Als allererstes brauchen wir Frieden mit Gott. Und wenn wir Frieden mit Gott haben, werden wir in der Lage sein, Frieden mit uns selber zu schließen. Wir führen ja oft Kriege mit uns selber, wo wir uns selber fertig machen. Warum wir so sind, wie wir sind, warum wir so aussehen, wie wir sind, warum wir so ticken, wie wir sind, warum wir so handeln, wie wir handeln und so weiter. Wir führen oft Kriege mit uns selber. Schließ Frieden mit Gott. Er hat Frieden mit dir geschlossen am Kreuz seines Sohnes auf Golgatha. Gott will Frieden mit dir. Und dann kannst du Frieden mit dir selber schließen. Und wer Frieden mit sich selber geschlossen hat, der hat die Kompetenz, Frieden mit anderen und Frieden zwischen anderen zu schließen. Es gibt manchmal Menschen, die gerne in die Mission möchten. Und manchmal steht die Motivation dahinter, ich will weg, weil ich hier nicht zurechtkomme. Man hat hier eine Spur der Konflikte hinterlassen. Und denkt, in Japan oder in Afrika oder in Südamerika, da wird ja alles besser, weil die in Deutschland sind alle blöd, mit denen habe ich alle Zoff und Ärger. Wenn du hier ständig Konflikte hast, weil du keinen Frieden mit dir selbst hast und weil du keinen Frieden mit Gott hast, wirst du woanders nie Frieden stiften können. Du wirst dich immer selber mitnehmen und immer die gleichen Reaktionen produzieren.
Frieden mit Gott und ein Frieden mit dir selbst. Und dann hast du die geistliche Kompetenz, Frieden mit deinen Beziehungen zu schließen, mit deinen Mitmenschen. Und dann wächst die Kompetenz, auch Frieden zwischen anderen zu schließen. Diese Abigail hat sich mit dem verbündet, mit dem Gott sich verbunden hat. Und das müssen wir auch tun. Schließ Frieden mit Gott und Frieden in Jesus Christus. Nimm den an und dann hast du Frieden mit dir selber. Und dann wirst du diese Kompetenz haben, Frieden auch in diese Welt zu tragen. Das Dritte, wer Frieden stiften will, der braucht die Gabe, Vorsicht, Fremdwort, ich erkläre es gleich, die Gabe der Eloquenz. Was ist Eloquenz? Eloquenz ist die Redebegabung. Eloquenz ist die Gabe, das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen. Die Gabe, rechte Worte in eine Situation zu sprechen, damit eine Situation geklärt wird. Diese Frau, diese Abigail, die wusste etwas vom Gewicht des Wortes. Die wusste etwas davon, dass man mit Worten eine Situation verändern kann, dass man mit Worten stärker, intensiver, besser Situationen klären kann als mit Gewalt. Die Art und Weise, wie sie David hier anspricht, zeigt, die Frau hat sich vorbereitet. Die hat sich überlegt, was sie dem Kerl sagt. Die hat ihre Worte abgewogen. Die hat sich vorbereitet und das überlegt und das zeigt, sie traut diesem Wort, dass sie sagt, etwas zu. Traust du den Worten, die du sagst, etwas zu? Worte haben ein unglaubliches Gewicht. Gott hat uns Menschen nichts Wertvolleres und nichts Wirksameres gegeben als sein Wort. Das Wort ist die stärkste Gabe Gottes neben dem Heiligen Geist. Worte haben eine unglaubliche Kraft. Worte können Situationen drehen und verändern. Indem Gott uns das Wort schenkt, macht er uns zu Mitschöpfern von Situationen, zu Mitschöpfern von Beziehungen. Du kannst mit Worten Beziehungen aufbauen oder sie zerstören. Das alles kann man mit Worten machen. Ich kann mit einem Wort Menschen Mut machen oder Menschen den Mut nehmen. Ich kann mit einem Wort ein kleines Kind fördern und aufbauen oder es vernichten. Es zerstören mit einem Wort. Ich kann mit Worten Beziehungen öffnen oder sie beenden. Ich kann mit einem Wort Schuld vergeben oder Schuld anklagen. All das kann ich mit Worten tun. Und Worte wirken Wirklichkeit. Worte gestalten eine neue Wirklichkeit. Das kann das Wort tun. Mit einem Wort kann ich die Wirklichkeit verändern. Bist du in der Lage, Danke zu sagen? Einfach ein Danke zu sagen, verändert eine Situation. Bist du in der Lage, dich zu entschuldigen? Wenn wir Danke sagen können, wenn wir Entschuldigung sagen können, wenn wir ermutigen können, verändern wir Situationen. Wenn wir es nicht sagen, gestalten wir auch Situationen. Wer nicht gelernt hat, sich zu bedanken oder sich zu entschuldigen, der ist arm dran. Wer das nicht gelernt hat, hat eine zentrale Schulstunde des Lebens verpasst. Wenn wir die lösenden Worte nicht sagen können, dann hinterlassen wir Wüsten in dieser Welt. Bitte prüfe einmal, was du mit Worten tust und ob du dann ein Friedensstifter oder ein Kriegsstifter bist. Ich kann einen Krieg mit Waffen führen. Für den Frieden brauche ich immer Worte. Es gilt übrigens auch in der internationalen Diplomatie. Kriege kann ich mit Waffen führen, den Frieden kann ich mit Waffen nicht herstellen. Für den Frieden brauche ich Worte. Was löst du mit deinen Worten aus? Was sind die Wirkung deiner Worte? Wie oft rutschen dir diese giftigen Sätze, diese kleinen Bemerkungen, diese hinterhältigen Sticheleien raus? Wie viele Gerüchte streust du in dieser Welt? Was tust du mit deiner Zunge? Wir brauchen nicht viele Worte, wir brauchen die richtigen Worte. Manfred Siebald hat es mal fantastisch auf den Punkt gebracht. Vielleicht kennt ihr dieses Lied noch. Er sagt, gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Gib mir genug davon. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt. Denn dir Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür. Das ist Frieden stiften. Das ist Frieden stiften, dass wir das rechte Wort sagen in der rechten Zeit. Das Vierte. Wer Frieden stiften will, der muss Opfer bringen. Der muss bereit sein, Opfer zu bringen. Nur so können wir Frieden stiften.
Man muss sich das mal vor Augen halten. Ich bitte euch mal, diese Situation anzugehen. David hat einen geschwollenen Hals, Rache. Den mache ich kurz und klein, da mache ich alles kalt, was männlich ist. Und Nabal ist ein sturer Bock, zwei Männer im Krieg und Abigail dazwischen. Wenn die Abigail nichts gemacht hätte, was wäre dann passiert? Dann hätte David alles Männliche abgemurkst, samt ihrem schwachköpfigen Gatten, und sie wäre die Geißel des Lebens losgeworden. Sie wäre das Problem ihres Lebens los gewesen. Sie wäre eine freie Frau gewesen. Freiheit willkommen, das Leben kann neu beginnen. Der Gatte ist tot, leider eben auch alle Knechte, aber was soll's? Ein Neubeginn des Lebens wäre möglich gewesen. Nichts tun wäre für diese Abigail der Lottogewinn des Lebens gewesen. Ich weiß nicht, ob die Abigail diesen Gedanken hatte. Aber ich weiß nur, wenn sie ihn hatte, dann hat sie ihn nicht zugelassen. Abigail investiert hier persönlich alles, um die Knechte zu retten. Abigail riskiert ihr eigenes Leben, damit die Knechte ihres Herrn nicht draufgehen müssen. Mit ihrem Tun versucht sie, die Knechte zu retten, aber sie wusste ganz genau, wie ihr brutaler, blöder Gatte auf diese Aktion reagieren würde. Es war ja überhaupt nicht ausgemacht, dass der Kerl im rechten Moment einen Schlaganfall bekommt und dann nach 10 Tagen abnippelt. Das kann man ja nicht kalkulieren. Das war ja nicht planbar irgendwie. Die Frau musste damit rechnen, wenn der Kerl realisiert, dass sie hier ein gigantisches Vesper verhökert hat, dass der sie kurz und klein macht. Das war die Situation. Dass da just in time ein Herzinfarkt oder Schlaganfall kommt, das war ja nicht planbar. Man muss sich die Situation vor Augen halten. Und in dieser Situation, da wird diese Abigail im Grunde ein Urbild für Jesus. In dieser Situation wird diese Abigail ein Urbild für Jesus. Sie nimmt vor David die Schuld auf sich. Ich bin schuldig, und dadurch bringt sie diesen David wieder runter. Und sie bittet um die Verschonung des Hauses ihres Herrn. Und sie nimmt das Risiko auf sich, dass ihr Mann sie umbringen wird. Jesus hätte im Himmel bleiben können. Im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus, Jesus hat es nicht für einen Raub gehalten, Gott gleich zu sein. Er hat es nicht geizig festgehalten, in der Herrlichkeit seines himmlischen Vaters zu Hause zu sein. Er hat sich auf den Weg gemacht in diese Welt und nicht nur in diese Welt, in die Tiefen dieser Welt, bis in die Tiefe des Kreuzes hinein, bis in den Tod hinein hat Christus sich auf den Weg gemacht. Und die Abigail macht sich im Grunde auf einen ähnlichen Weg, damit die Knechte gerettet werden. Jesus hat sich auf diesen Weg in die Tiefen des Leids gemacht, damit wir gerettet werden können. Wäre er im Himmel geblieben, wäre alles für ihn gut gewesen und die Welt wäre vor die Hunde gegangen. Wir wären verloren gewesen. Und was Christus getan hat, hat abbildhaft die Abigail schon im Alten Testament getan. Es gibt keinen Frieden ohne Opfer. Es gibt keinen Frieden ohne Opfer. Christus hat dieses Opfer für uns gebracht und Frieden gemacht. Und Abigail geht hier ein immenses Opfer ein, um Frieden zu schaffen in dieser Situation. Wenn wir Frieden stiften wollen, dann wird das nicht per Fernbedienung gehen. Dann wird es nicht per Fernbedienung im Fernsehsessel gehen. Wenn wir Frieden stiften wollen, dann brauchen wir diese Bereitschaft, dass wir in den Streit der Welt mitten hineingehen. Das wird uns etwas kosten. Wir kriegen das nicht kostenlos. Frieden ist nicht kostenlos zu haben. Das gilt für unsere Beziehungen, das gilt für diese Welt. Wenn ihr Frieden stiften wollt, habt die Bereitschaft, in den Weg der Tiefe zu gehen. Habt die Bereitschaft, euch zu den Niedrigen zu halten. Habt die Bereitschaft, euch zu investieren. Es geht nicht per Fernbedienung.
Wer Frieden stiften will, braucht die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Aber, und das ist das fünfte und letzte, wer Frieden stiften will, der muss und der kann und der darf sich Gott anvertrauen. Es gibt in dieser Geschichte einen verborgenen roten Faden, und das ist das Zutrauen in das Wirken Gottes. Das ist das stille Sein vor Gott. Zweimal erinnert sie den David daran, diese Abigail erinnert David daran, dass er sich nicht selbstmächtig rächen soll, dass er Raum lassen soll für das Gericht Gottes. David, nicht du musst dich rächen, Gott wird die Sache regeln. Weil Gott immer gerechter, weil Gott immer besser richtet, als wir Menschen das je tun können. Gott wird immer gerechter richten, als du das je tun könntest. Ich weiß nicht, auf wen du heute Morgen zornig bist. Auch ich weiß nicht, auf wen du heute Morgen einen Hass hast. Aber ich will dir eines sagen, Gott wird die Geschichte immer besser, immer gerechter regeln, als du es je tun könntest. Und der David, der kapiert das. Der Herr hat mich davor bewahrt, in Blutschuld zu verfallen. Er hat mich davor bewahrt, mit eigener Hand mir zu helfen, mir mein Recht zu nehmen. David versteht das als Segen Gottes, dass er durch Abigail bewahrt worden ist. Und dieser Glaube, der kommt auch am Ende ins Spiel. Die Abigail muss es ihrem despotischen Gatten sagen. Und mit bewundernswertem Mut und großer Klarheit tut sie das, obwohl sie ahnt, was die Reaktion dieses Schwachkopfes sein wird. Wir spüren bei dieser Abigail dieses tiefe Vertrauen, diese selbstlose Hingabe. Herr, ich bin in deiner Hand. Du bist der Gott meines Lebens und du regelst das. Und wenn er mich umbringt, dann bin ich immer noch in deiner Hand. Und wenn er mir Böses tut, dann bin ich immer noch in deiner Hand. Und deshalb mit diesem Mut geht sie in diese Situation. Sie überlässt sich der Hand Gottes und sie wird darin bestätigt. Gott tut das Wunder, wenn man das so will. Ein Schlaganfall kann auch mal ein Wunder sein. In dieser Geschichte ist ein Wunder oder ein Herzinfarkt oder was auch immer das war. Und sie wird gerettet von dem brutalen Gatten. Es ist ja interessant, wenn wir mal fragen, wo kommt in dieser Geschichte eigentlich Gott ins Spiel? Er kommt zunächst mal als Richter ins Spiel. Der Herr schlug den Nabal. Nabal erlebt hier sein Gericht. Nabal wird an der Rache an seiner Frau gehindert. Und David staunt selber. Mensch, wie gut hat Gott das geregelt. Er hat mich davor bewahrt, unschuldiges Blut zu vergießen. Die Gerichte Gottes sind immer gerechter, als unsere Gerichte es je sein könnten. Gott ist immer gerechter, als wir es je sein könnten. Und umgekehrt wird die Abigail gesegnet und erhoben. Von einer geschlagenen Ehefrau wird sie zu einer Königsprinzessin. David holt sie heim. Sie wird seine Frau. Wer sich mit Jesus Christus verbündet, der verbündet sich mit dem Sieger von Golgatha. Wer sich mit dem Sieger von Golgatha verbündet, der ist ein Sieger des Lebens. Und ganz egal, wie dein Leben laufen wird, ganz egal, wie sehr du die Tiefe des Leids erleben wirst beim Friedenstiften, ganz egal, wo du alles durch musst, wie viel Opfer das alles kosten wird, du gehörst zu den Siegern des Lebens, wenn du dich mit dem Sieger von Golgatha verbündet hast. Wer an diesen Sieger glaubt, der ist ein Sieger, ganz egal wie es wird und ganz egal, was es kosten wird, Frieden zu stiften, ganz egal, was es kosten wird, in deiner Umwelt als Peacemaker, als Friedensstifter zu wirken. Wer sich mit dem Sieger verbündet, der ist ein Sieger, nimm das bitte mit. Amen. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus Christus, du machst uns Mut mit dieser Geschichte. Du machst uns Mut, Frieden stiften zu wirken, dort, wo du uns hingestellt hast. Und du weißt um den eigenen Unfrieden in uns, wie wir selber mit uns kämpfen. Und du kennst die Kriege, die wir mit unseren Beziehungen führen, mit unseren Eltern, Geschwistern, mit unseren Klassenkameraden, mit unseren Geschäftskollegen. Du weißt um die Kriege und den Hass unseres Lebens. Und wir bitten dich, erbarm dich über uns. Und schenk Frieden. Schenk Frieden für unsere Beziehungen. Und dann gib du uns den Kraft und den Mut, selber Frieden zu stiften.
diese Welt liegt im Krieg mit dir und sie liegt im Krieg miteinander. Und wir bitten dich von Herzen, stifte Frieden und gebrauche uns dazu. Und dann gib du uns alle Kraft, auch die schweren Wege zu gehen. Gib du uns allen Mut, die Opfer zu bringen. Und dann gib du uns deinen Segen, den du allen verheißen hast, die sich mit dir verbünden. Hab Dank dafür. Amen.